Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo liebe Telestammtischhörer und liebe Filmfreunde, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München, und heute möchten wir ein paar Filme mit euch besprechen. Also es gibt nicht nur einen Film heute, über den wir sprechen, sondern drei quasi zum Preis von einem, und das mache ich natürlich auch nicht alleine, sondern mit dem lieben Adrian. Einen schönen guten Tag, Adrian. Guten Abend, Thilo. Hi. Und es gehen um drei sehr spezielle Filme, vielleicht Filme, die auch nicht für jeden unbedingt was sind. Es kommt nämlich aus dem Genre des, würde ich mal sagen, Buddy-Movies, zwei Kumpels begleitet, die nicht immer unbedingt auch die hellsten sind und in dem Fall auch gerne mal, tja, dem Kiffen nicht abgeneigt sind. Und insofern ist es dann so eine Kiffer-Buddy-Komödie, die mittlerweile schon drei Teile hat. Und zwar handelt es sich um die Harold & Kumar-Filme. Und da würde ich den Adrian doch gleich mal fragen, beim ersten Teil, der ist von 2004, schon ein bisschen länger her, worum geht's denn da so grob? Ja, die beiden besten Freunde, Harold und Kumar, leben zusammen in einer WG und ja, sie haben es beide nicht leicht. Harold arbeitet als Investmentbanker und wird auf der Arbeit immer ja, von seinen Kollegen so ein bisschen gemobbt. Gleichzeitig ist er verliebt in seine Nachbarin, will ihr das aber auch nicht so zeigen. Und auf der anderen Seite haben wir Kumar, der den ganzen Tag eigentlich immer dauerbekifft ist und sein Vater, der liegt ihm immer in den Ohren, dass er endlich sein Medizinstudium starten soll. Und eines Tages sitzen die beiden abends vorm Fernseher wieder mal unter dem Einfluss von ein paar Tüten Gras und beschließen, zu ihrem Lieblingsburgerladen White Castle zu fahren, um sich ein paar Burger reinzuschieben. Was jetzt nicht so spektakulär klingt, endet dann in einer wilden Odyssee, in der ja ein ausgerissener Gepard, ein bissiger Waschbär, rassistische Polizisten und ein vollgekokster Neil Patrick Harris eine Rolle spielen. So viel erstmal zur Geschichte. Ja, ich glaube, da muss man auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Der Film heißt im Original Harold and Kumar Go to White Castle, und das muss man vielleicht erklären. White Castle ist eine Burgerkette, die es leider in Deutschland nicht gibt. Ich würde aber unglaublich gerne mal hin, weil die haben nämlich viereckige Burger. Die habe ich woanders auch noch nie gesehen. Also die haben halt den Fressflash und möchten da unbedingt hin und ihre Burger holen. Und naja, klappt natürlich alles nicht so, wie man sich vorstellt. Und ja, wie du schon aufgezählt hast, sind da einige Hindernisse zu überwinden, bis sie dann irgendwann an ihrem Ziel ankommen und oder ihre Ziele und Träume dann verwirklichen können. Ich möchte dazu sagen, die Hauptdarsteller sind John Cho, der spielt den Harold, und Cal Penn, der spielt den Kumar. Interessanterweise ist es bei dem Film so, dass eben der eine ein Asiate ist und der andere ein indischstämmiger Amerikaner. Und dieser Zusammenstellung hat man jetzt auch im Buddy-Movie noch nie so gesehen. Der Film spielt auch oft dann viel mit so Rassenklischees, halt eben um ein bisschen politisch unkorrekt zu sein. Allerdings ist es auch erfrischend, mal Leute mit solchen Migrationshintergründen zusammen als Hauptdarsteller zu sehen. Sowas gab es ja vorher nämlich auch noch nicht. Okay, jetzt wissen wir, worum es geht. Regie führte ein sogenannter Danny Liner. Keine Ahnung, was der sonst noch gemacht hat. Ich könnte mal kurz gucken, vielleicht hat er... Ja, der hat hier, ey Mann, wo ist mein Auto? Ja, also im Grunde hat er schon Erfahrung mit diesen Buddy-Kiffer-Movies, genau. Weil das war ja mit Ashton Kutcher, glaube ich. Ne? Genau. Und dem, der den Stifler spielt, wie hieß der? Sean William Scott. Genau. Also insofern hat er da schon ordentlich Erfahrung gesammelt mit solchen Kiffer-Buddy-Movies. Und ja, hat diese Tradition dann quasi weiter verfolgt. Und... ja, wie du auch so schön sagtest, eins der Highlights für mich in dem Film war dieser Gastauftritt von Neil Patrick Harris, der sich selber spielt, allerdings natürlich als Art Cartoon von sich selbst, weil er da natürlich nicht so im wirklichen Leben hoffentlich drauf ist, wie er sich da gibt. Das war die Zeit, als er auch wahrscheinlich im Zenit seiner Karriere war mit How I Met Your Mother und hat da auch sein eigenes Image als Weiberheld da auf den Arm genommen, wo dann eigentlich damals auch schon jeder wusste, er hat sich ja als schwul geoutet, also aber er spielt dann mit diesen Klischees über sich selbst und macht das mit einer Werf, dass er im Grunde fast die beiden Hauptdarsteller ein bisschen an die Wand spielt, oder was meinst du? Ja, also ich muss sagen, Neil Patrick Harris ist natürlich einer der Highlights dieses Films.
du hast schon gesagt, die Selbstironie, mit der er spielt und so ein bisschen ja, den Frauenheld raushängen lässt, obwohl er ja bekanntermaßen homosexuell ist. Das ist ein Knaller. Aber auch die anderen Figuren, die da auftauchen, sind teilweise unglaublich. Also es gibt eine Figur namens Freakshow, ein Typ, der die beiden während einer Autopanne aufliest und mitnimmt. Und diese Szenen, die sind so skurril. Ich habe da eigentlich auf dem Boden gelegen. Ich fand das so lustig. Der Schauspieler Christopher Maloney, der hat, glaube ich, auch in einer amerikanischen Krimiserie mitgespielt, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, CSI irgendwas oder so. Aber das ist wirklich auch sind tolle Szenen mit ihm. Dann auch die Geschichte mit dem Geparden, habe ich am Anfang schon gesagt, ist ein bisschen überdreht alles natürlich, aber es ist eine Kifferkomödie, ne? Da gibt's ja viele viele Szenen, die jetzt nicht unbedingt realistisch sind, und ich sag mal, diese ganzen angedeuteten Rassismuskritik, die ist nett. Ist hier noch weniger als in den späteren Teilen, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Diese rassistischen Polizisten ist auch ganz lustig, aber ich sag mal, Neil Patrick Harris und seine Szenen, die überstrahlen einfach alles. Also ja, also allein wegen dem, also ich glaube, es gibt ja auch kaum jemand, der Neil Patrick Harris nicht mag. Der Mann ist einfach großartig, finde ich. Und ja. In dem Film, ich finde es auch toll, er wird ja dann nicht auf How I Met Your Mother angesprochen, sondern immer nur auf Starship Troopers. Das fand ich dann auch immer sehr schön. Und da habe ich dann, ach stimmt, da hat er ja auch mitgespielt, Wahnsinn. Also, wie gesagt, allein deshalb lohnt sich's eigentlich, diese Filme anzuschauen. Denn auch in den anderen beiden Filmen spielt Neil Patrick Harris wieder sich selbst und mit. So viel nur mal ein bisschen vorgegriffen. Und man muss sagen, nicht nur deshalb, aber ist Harold und Kumar schon einer der besseren Buddy-Kiffer-Komödien, wo es ja auch teilweise wirklich ganz schlimme, trashige Direct-to-Video-Sachen gab. Also da kann man sagen, auch die Kritiken waren relativ wohlgesonnen. Das sind tatsächlich, wenn man sowas mag, kann man sich das durchaus anschauen. Am besten mit guten Freunden, ein bisschen Bier. Dann macht er besonders viel Spaß. Ja, vielleicht sollte man noch was sagen, dass es ein paar oder einige Gastdarsteller noch gibt, die außerhalb von, also nicht nur Neil Patrick Harris, es gibt auch noch andere Bekannte. Ich war zum Beispiel sehr erstaunt, Ryan Reynolds zu sehen, also in einer kleinen, feinen Szene in einem OP. Das hat vielleicht auch ein bisschen Hintergrund. Man sollte vielleicht noch sagen, die beiden Hauptfiguren, Harold und Kumar, das wurde beworben im Deutschen mit der Inder aus Party Animals und der Asiate aus American Pie. Da habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe auf der Litfaßsäule, das kann jetzt doch nicht wahr sein. Wer hat das da hingeschrieben? Der Asiate aus American Pie. Also ich weiß nicht, ist das eigentlich rassistisch oder eigentlich stimmt's ja? Also ist ja nichts Falsches. Aber irgendwie wäre heute wahrscheinlich kaum noch denkbar. Aber es klingt falsch irgendwie. Es klingt auf so vielen Ebenen falsch. Ich weiß nicht warum. Mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wer oder welcher Kinozuschauer sich davon beeindruckt lässt zu lesen, der Inder aus Party Animals. Also ja, oder die Leute, die Party Animals. Asiate aus American Pie, weil ich meine, die Rolle ist wirklich von John Cho bei American Pie wirklich sehr marginal. Das ist wirklich eine kleine Nebenrolle. Okay, aber man hat sich ihn vielleicht schon gemerkt. Ich glaube, der war da, der den Begriff MILF dann geprägt hat. Genau, der MILF-Typ war das. Dem American Pie, der MILF-Typ. Ja, okay, also mal dahingestellt, aber im Grunde passt es ja auch wieder zu diesen Filmen und dem Grundtenor, die ja sich selber, wie gesagt, da nicht so ernst nehmen und das Ganze ja doch auch ein bisschen kritisieren, diesen täglichen Rassismus. Ne? Kann man ja durchaus dazu erwähnen. Das stimmt, ja. Und wie gesagt, also in dem ersten Teil ist das noch angenehm dosiert. Aus meiner Sicht, in den späteren Teilen würde ich vielleicht dann noch mal ein bisschen anders drüber reden, aber hier ist das noch sehr, sehr nett und charmant gemacht irgendwie. Nicht so mit der Keule. Genau. Okay. dann lass uns doch schon mal ein Fazit machen. Wir haben ja noch zwei Filme vor uns. Wie viele viereckige Burger von 5 würdest du dem Film denn geben? Ich würde mal sagen, in seinem Genre, in dieser Buddy-Komödie, gibt es von mir, weil er mir wirklich Spaß gemacht hat und weil er die knapp 90 Minuten, die er geht, schön entertaint, sagen wir mal 4 von 5 Burgern. Also wie gesagt, in dem Genre Buddy-Movie. Ja. Ich muss aber noch dazu sagen, die Synchro, Oliver Pocher und Rick Cavani, ja, da hab ich lange mit Probleme gehabt, habe erst überlegt, ob das vielleicht einen Abzug bringt, aber je öfter ich diesen Film sehe, desto sympathischer wird man das eigentlich, auch wenn Oliver Pocher alles ist, nur kein Synchronsprecher.
Trotzdem geht es von mir 4 von 5 Barken. Ja, geh ich d'accord, habe jetzt auch tatsächlich, man muss das ja mal ansprechen, ich habe die Filme jetzt dann doch lieber im Original geschaut, gerade auch, weil die Synchro manchmal da so bei diesen Komödien ziemlich abstehen. Ich sag nur Ali G., von Mola Adebisi gesprochen, geht gar nicht sowas einfach. Ja. Und Olli Pocher ist halt auch nicht jedermanns Sache. Deswegen, also wenn ihr der englischen Zunge mächtig seid oder das mit Untertiteln, dann lieber im Original schauen. Das ist gerade bei solchen Filmen, sind die Sprüche dann halt einfach auch besser. Aber gut, muss jetzt selber entscheiden, wie er das gucken mag. Okay, ja genau, ich würde auch 4 Burger geben und dann springen wir 4 Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2008. Da kam nämlich Harold and Kumar Flucht aus Guantanamo heraus. Ja, und auch der Titel verrät schon, dass es da nicht politisch korrekt zur Sache geht. Okay, kann ich nochmal so sagen, der Regisseur war jetzt diesmal 2, John Hurwitz und Hayden Schlossberg. Auch noch nicht gehört. War also nicht dasselbe wie beim ersten Teil. Hat eine 12er Freigabe, 1 Stunde 44 lang. Und ja, worum geht's denn bei diesem Film denn? Er setzt ja direkt nach dem ersten Teil an, das muss man ja schon dazu sagen. Ganz genau. Also, ohne zu spoilern, die beiden sind jetzt gerade vom Burgerladen wieder zurückgekommen, haben ihre Burger gegessen und wollen jetzt der Maria hinterherfliegen. Das ist die Nachbarin von dem Harold, der ja so ein bisschen verschossen in sie ist. Und die ist gerade auf dem Weg nach Amsterdam und die beiden entschließen sich, in die Drogenhauptstadt nachzufliegen und sitzen dann auch relativ schnell im Flugzeug. Und durch ein unglückliches Missverständnis werden die beiden festgenommen. Die versuchen nämlich dann auf der Flugzeugtoilette irgendwie eine Bonk zu rauchen und das wird als Bombe gesehen, ja. Ne, genau. Und dann werden sie halt festgenommen und direkt nach Guantanamo verfrachtet, schaffen es dann dadurch Zufall noch wieder rauszukommen und sind seitdem dann auf der Flucht und erleben auch auf ihrer Flucht wieder allerlei verrückte Abenteuer. Auch Neil Patrick Harris lässt sich mal wieder blicken. Und setzt noch einen drauf sogar, würde ich sagen. Setzt noch einen drauf, ja. Nimmt auch ein, ich will ja jetzt nicht spoilern, aber nimmt ein böses Ende, ja. Blutiges Ende. Genau. Aber es sind auch andere witzige Sachen. Der Ku Klux Klan taucht auch mal auf. Mhm. Oder eine Hillbillies, die Bruder und Schwester, die natürlich verheiratet sind, wie sich das bei Hillbillies gehört, ne, und ihren Inbred-Sohn im Keller halten. Also es ist wirklich wieder alles dabei, was nicht nied- und nagelfest politisch unkorrekt war. Aber das durchaus mit Herz, kann man sagen. Also es ist nicht zu platt, finde ich. Naja, also ich sag mal, im Vergleich zum ersten Teil habe ich sofort gemerkt, also der hat wohl offensichtlich ein bisschen mehr Budget gehabt. Jetzt habe ich gesehen, der hat nur 3 Millionen mehr Budget, sieht aber aus, als hätte er irgendwie 20 Millionen mehr. Der sieht wesentlich hochwertiger und aufwendiger produziert aus. Der hat ja auch viel mehr Schauwerte als der erste Teil. Wir sind im Flugzeug, wir sind in Guantanamo, in Miami bei einer unten ohne Party. Auch noch erwähnen. Das ist auch so dermaßen dämlich, aber auch irgendwie originell. Weil dann die eine, die sich dann plötzlich oben ohne auszieht und der sagt, zieh dich sofort wieder an. Das ist genau. Ohne Party. Also da muss ich schon sagen, irgendwie hatte wir das wir wollen ja was. Mal nicht übertreiben hier, ne? Genau. Nee, aber da musst du erstmal drauf kommen. Also es ist natürlich sehr derb und wirklich nicht für jedermann, aber wenn man so eine Buddy-Komödie mag, die echt politisch unkorrekt ist und schon derbere Witze aufweist, dann kann man sich das echt geben, ja. Ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass diese Rassismus-Thema oder diese Kritik an den US-Behörden, was das Thema Guantanamo und Rassismus angeht, dann auch wirklich ein bisschen mit dem Holzhammer dann auch gemacht wird. Also diese Behördentypen, die da auftauchen, die werden ja alle so wie Karikaturen dargestellt. Das ist ja wirklich so. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich verstehe es ja jetzt, ne? Da läuft was schief in Amerika. Aber spätestens als dann George Bush auftaucht und kiffend mit den beiden da rumsitzt, da war ich dann wieder so ein bisschen versöhnt. Das war dann wieder lustig. Das war dann tatsächlich auch meine Lieblingsszene. Vor allem, ich möchte jetzt auch den Witz nicht spoilern, als der Kuma fragt, sagen wir, jetzt sitzen sie hier und kiffen mit uns, aber sperren sonst Drogen Konsumenten ein, ist es nicht ein bisschen heuchlerisch? Und die Antwort, die ist mein Highlight gewesen dann in dem Film. Aber ich möchte nichts verraten. Aber am Schluss wird es nochmal richtig gut, als sie dann eben ins Feriendomizil von George W. Bush reinkrachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich ein ziemliches Highlight kommt dann am Schluss noch. Und ja. Ich fand auch, wenn wir jetzt schon beim so Richtung Schluss gehen nochmal, also ich fand das Ende
ohne zu spoilern, fand ich auch sehr angenehm und ein bisschen so was fürs Herz. So. Also es ist ein Ende, wo man sagt, okay, da hätte man jetzt gesagt, hätte ich jetzt keinen dritten Teil mehr gebraucht, weil alles ist so im Reinen. Es ist ja auch ein bisschen die Romantic-Comedy, weil es sind ja diese Love Interests da. Auch ist, wie gesagt, auch ein bisschen was fürs Herz. Es ist nicht nur derber Pipi-Kaka-Humor, sondern da gibt es ja, genau, gibt es ja auch Herzgeschichten. Ja. Okay, dann würde ich fragen, wie viel rauchfreie Bonks von 5 würdest du denn dem Film geben? Er hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen wie der erste Teil. Im ersten Teil, da verbinde ich auch irgendwie eine Menge Erinnerungen mit, weil ich den früher mal mit Kumpels geguckt habe und der sich einfach ein bisschen leichter runtergucken lässt. Ich finde, der zweite ist ein bisschen lang, geht mir einfach ein bisschen zu lang und wiederholt auch manches aus dem ersten Teil nochmal ein bisschen überspitzt. Es ist nicht mehr viel Überraschendes dabei, wo da auch Highlights dabei sind, ne? Wie die unten ohne Party. Die gucke ich mir immer in Slow Motion natürlich. Na natürlich, was soll. Deswegen gebe ich nur noch, das heißt, nur noch 3,5 Bonks. Auch eine Bonk. Okay. Aber immer noch ein netter Film, auf jeden Fall. Okay, also ich würde ihm immer noch 4 geben, weil es für mich irgendwie diese Anthologie fortsetzt und nicht wirklich jetzt abflaut, wie es oft bei Fortsetzungen ist, und der eben mit nochmal Neil Patrick Harris in Hochform dann diese Schlussszene und diese unten ohne Party sind für mich genug, dass ich doch wieder 4 gebe. Okay. Einen haben wir noch, genau. Denn die haben tatsächlich noch einen dritten Film spendiert bekommen und diesmal ist es sogar ein Weihnachtsfilm geworden. Ich habe den jetzt erst vor kurzem tatsächlich gesehen, weil ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Der ist auch von 2011, also auch schon ein bisschen länger her, und heißt Harold und Kumar alle Jahre wieder. Und ist ab 16, die hat er auch verdient, geht auch nur 80 Minuten, also sehr schnell vorbei, der Film. Und er ist in 3D gedreht worden, das war ja damals das große Ding. Das Problem ist, ich konnte nicht in 3D genießen, da mal auf Sky ja leider keine 3D-Filme mehr kredenzt bekommt. Deswegen sind diese 3D-Effekte, die man natürlich immer so einsetzt wie blöde, mit solchen ganz schlechten CGI-Effekten, die dann ganz nah an die Kamera kommen, so ein riesen Joint, der sich dann dreht und so, das leider halt bei mir nicht wirken konnte. Aber gut, man kann trotzdem über den Film reden, man kann den trotzdem durchaus genießen und weggucken. Und ja, worum geht's denn jetzt bei diesem Film, Adrian? Ja, also seit dem letzten Teil sind einige Jahre vergangen. Harold und Kumar haben sich auseinandergelebt. Also die Freundschaft ist offensichtlich erstmal ein bisschen pausiert. Harold wohnt mit seiner Angetrauten jetzt in einem schicken Haus. Kumar wohnt mit einem anderen Kumpel zusammen. Und Harold hat zum Weihnachtsfest seinen Schwiegervater und die Familie von seiner Angetrauten eingeladen. Und das Problem ist, der Schwiegervater, der kann Harold so überhaupt nicht leiden. Und Harold versucht jetzt, ein möglichst perfektes Weihnachtsfest für den Schwiegervater abzuhalten, weil der ist ein richtiger Weihnachtsfan. Und man muss dazu sagen, er ist ja ein totaler Latino, also quasi der Quoten-Latino schlechthin. Danny Trejo, genau, spielt den, der natürlich eher ausschaut, als hätte irgendwie eine Kartellgang dabei mit seiner ganzen Familie. Und der natürlich dann auch so ein totales Rassenklischee darstellt, aber dann selber so rassistische Sprüche bringt, wie er sagt zum Harold, ey, mach mal ein Foto von uns, ihr Asiaten könnt ja so toll mit den Kameras und so. Also, oder die sehen doch alle gleich aus. Ja, genau. Also die schenken sich da nichts. Fand ich aber sehr schön, dass gerade so der Quoten-Latino dann eben diese rassistische Sprüche bringt. Fand ich irgendwie sehr erfrischend. Ja. Gut, okay, aber genau, der Mann ist komischerweise total der Weihnachtsfan, warum auch immer, und der Weihnachtsbaumfan auch. Genau, und das ist das gleich das Problem, denn durch einen Zufall ist Kumar auf einmal wieder vor Harolds Tür und die beiden quatschen und dabei brennt der Baum, der Lieblingsbaum vom Schwiegervater ab und die beiden müssen jetzt schnell innerhalb weniger Stunden für den Weihnachtsabend noch einen Baum in der Stadt besorgen und dabei erleben sie, wie auch in den vorangegangenen Teilen, natürlich wieder allerlei verrückte Abenteuer und wieder ist Neil Patrick Harris dabei und diesmal, man glaubt es kaum, ist sogar auch der leibhaftige Weihnachtsmann mit dabei. Oh, oh ja, das ja, der taucht auch noch auf. Also, Herr, ja, was sagst du, Tino? Es ist im Grunde so sehr generisch, oh mein Gott, es ist Weihnachten, wir müssen noch schnell einen Baum besorgen, oder was ja
bei anderen Filmen muss man noch ein Geschenk besorgen. Das ist so altbekannt, so, mein Gott, so ein MacGuffin kennt man, aber es geht ja um die Reise. Der Weg ist das Ziel. Genau. Und natürlich geht alles wieder schief. Sie legen sich mit ukrainischen Gangstern an und Neil Patrick Harris taucht wieder auf, obwohl der gar nicht mehr auftauchen dürfte. Und warum er das tut, das werden wir nicht spoilern. Also einfach anschauen. Es wird schön erklärt tatsächlich, warum er wieder da ist. Und es wird sogar seine Homosexualität wieder angesprochen und er erzählt, er tut nur so, als wäre schwul, um an Weiber ranzukommen. Also dreht sich da wieder total selber im Kreis. Und es ist aber wieder ein Spaß, ihn zu sehen. Und ja, es sind etliche bekannte Gesichter auch, wie Danny Trejo zum Beispiel. Und er stinkt schon ein bisschen mehr ab im Vergleich zu den ersten beiden, aber ich fand ihn erstaunlich. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das ist jetzt so eine richtige Gurke. Aber mir hat er tatsächlich ganz gut gefallen, weil doch wieder genug originelle Gags drin waren, dass es mich amüsiert hat. Auch wenn die teilweise richtig aufs Gas gehen mit unter Drogen gesetzten Babys und sonstigen Geschichten. Also das ist schon derber Scheiß. Der ist nicht für alle gedacht. Also mit Vorsicht genießen. Die 16er-Freigabe hat er sich tatsächlich verdient. Aber ich fand es zwar ein netter Abschluss, weil auch gerade diese Grundsituation, die Typen haben sich auseinandergelebt, ja. Der eine hat dann wirklich Karriere gemacht, hat seine Flamme geheiratet, der andere ist im Grunde auf der Stelle tretend stehen geblieben, kifft immer noch wie blöd und übernimmt keine Verantwortung. Und sie werden dann natürlich am Schluss auch alle irgendwie geläutert und es gibt dann natürlich ein schönes Happy End. Ohne zu spoilern, glaube ich, kann man das erzählen. Aber für mich war das dann ein schöner Abschluss der Trilogie und hat mich positiv überrascht tatsächlich. Wie ging es dir? Ich sehe es nicht ganz so. Also positiv kann ich sagen, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern funktioniert auch im dritten Teil noch super. Ob es jetzt einen Weihnachtsfilm gebraucht hätte, will ich jetzt nicht beurteilen. Aber es gibt natürlich tolle Szenen. Also Neil Patrick Harris mal wieder. Diesmal eine tolle Gesangsnummer und dann anschließend auch nochmal sein Kokettieren mit seiner Sexualität. Ja. Das ist natürlich ein Knaller. Dann, ja gut. Paar Sachen fand ich jetzt ein bisschen sehr strange. Also es gibt eine Szene, wo die beiden Figuren dann 2-3 Minuten mal als Knetfiguren zu sehen sind. Ja, das, im Drogenrausch. Ja, das war da auch. Da habe ich gedacht, ich habe zu viel geguckt, aber das war wirklich so. Ja, da hast du richtig gesehen und das haben sie natürlich schön. Mein Gott, da wollten sie halt kreativ sein, aber irgendwie hat das Ganze auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen aufgefrischt. Es war plötzlich mal was ganz anderes, mit den Sehgewohnheiten umzugehen. Und ich fand, das hat den Film aufgewertet. Ist auch nicht zu lang jetzt die Szene, muss man ja dazu sagen. Nein, also es ist eine kurze Szene und er ist auch im Vergleich zum Vorgänger auch wieder gefühlt nicht so lang als ich. Also ich finde, solche Filme, die müssen kurz, knackig sein und da muss jetzt auch nicht so viel Filmmaterial rein. Und insgesamt fand das auch wieder eine launige Komödie. Nur ich finde, so ein bisschen hat das nach dem dritten Teil dann auch so ein bisschen Patina angesetzt. Also es flacht ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz, ich fand es amüsant und Danny Trejo, sehr amüsant auch als Schwiegervater. Und ich habe mich als King of Queens-Fans natürlich gefreut, dass Patton Oswalt als besser bekannt. Ja, stimmt, da habe ich auch Kaufhaus-Weihnachtsmann. Als Kaufhaus-Weihnachtsmann, der am Anfang Kuma, glaube ich, ein bisschen Drogen verkauft. Also das fand ich auch sehr schön. Ja. Solche kleinen Auftritte, die machen es natürlich dann auch noch zusätzlich sympathisch. Ja, stimmt, da habe ich mich auch gefreut, als ich ihn gesehen habe. Weil zuerst habe ich ihn gar nicht erkannt mit dem Rauschebart und der Mütze und dann sieht man ihn ja dann ohne und ich sage, ach fuck, das ist ja Spence. Das ist ja super. Ja, also wie gesagt, es sind schöne Cameos dabei und er ist ja auch sehr kurz und deswegen finde ich auch relativ kurzweilig, weil der dann nicht wirklich große Längen hat, der Film. Der hat relativ zügiges Tempo und man kann den relativ schnell weggucken und ich fand es, wie gesagt, war ein netter Abschluss dieser Trilogie. Jetzt ist aber dann auch genug, würde ich sagen. Ich habe gelesen, dass immer wieder jetzt auch ein vierter Teil nochmal, aber das hört man ja bei vielen Filmen, ne? Dass es dann nochmal einen Teil gibt. Aber jetzt sind wahrscheinlich mittlerweile auch schon eher eine Netflix-Serie oder so. Genau, eine Serie. Das glaube ich als ehesten, dass sowas dann kommen würde. Bietet sich ja sogar ein bisschen an bei den Charakteren, kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Wie die beiden sich kennengelernt haben. Zum Beispiel so als Prequel oder so, oder was sie jetzt heute machen, keine Ahnung. Also da ja den Hollywood-Fritzen nichts Neues mehr einfällt, bin ich sicher, dass da irgendwann mal wieder was kommt.
Also ein Film, also nett, drei Filme sind nett, aber ich glaube, den vierten brauchen wir jetzt nicht. Da müssen wir, können die vielleicht dann auch wieder in getrennt in anderen Filmen auftauchen. Da freue ich mich auch noch. Zum Beispiel. Okay, wie viele Weihnachtsbäume von 5 gibst du denn dem? Ich gebe dem Film 3 Weihnachtsbäume. Er ist wieder ein bisschen schwächer für mich als der zweite, aber immer noch gut guckbar. Okay, ich bleibe dabei und gebe dem auch 4. Und zwar, wenn ich das so ein bisschen als Gesamtkunstwerk betrachte und man die so am Stück guckt, dann hält sich für mich das Level einigermaßen gut. Und deswegen, also wenn man solche Buddy-Kiffer-Filme mag, wie jetzt, keine Ahnung, auch, ja gut, da muss man jetzt ganz zurückgehen, wie bei Cheech und Chong, das ja angefangen hat, oder dann Jay and Silent Bob Movies oder auch die Wayne's World Filme, solche Blödel-Buddy-Filme, dann ist es schon eine solide Bank und die 3 kann man sich durchaus hintereinander weggucken, wie gesagt, mit viel Bier und guten Freunden. Also wenn man mal ein schlechtes Beispiel sehen will, How High, Method Man, Batman, sind zwei Unsympathen vor dem Herrn und da funktioniert das Buddy-Movie dann überhaupt nicht. Da stimmt die Chemie auch gar nicht und es ist halt leider so, dass oft die schwarzen Komödien leider oft noch so eine Schippe platter sind, als jetzt die, was keinen komplett schwarzen Cast haben. Weiß nicht, woran das liegt, aber das ist auch bei den Sitcoms so. Ja, also wirklich, also die Chemie stimmt da überhaupt nicht und hätte auch jetzt, ich habe gehört, da gab es so vor kurzem auch sogar einen zweiten Teil von, da hat, glaube ich, auch keiner nachgebrüllt. Oh mein Gott. Naja, okay. Aber ich glaube, da haben wir jetzt zu diesen 3 Filmen genug gesagt. Man kann die jetzt, wo kann man die sehen? Weißt du das? Auf Sky habe ich den 1. und den 3. gefunden, den 2. ist nicht. Ab Ende März gibt es den 1., meine ich, auf Amazon Prime. Mhm. Den 2. und 3., also du hast jetzt den einen, hast du gesagt, bei Sky gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt Ende März der erste bei Prime rauskommen wird. Okay. Und da kann man vielleicht mal gucken, ob das für einen was ist und dann vielleicht mal suchen, ob man den 2. und 3. vielleicht sich irgendwie für schnelles Geld oder für kleines Geld mal irgendwo besorgen kann. Also wenn einem der erste gefällt, kann man sich ohne Probleme auch die anderen anschauen, die natürlich oft so dann das Level nicht ganz so halten, aber eigentlich so als Trilogie kann man das durchaus gucken mit so einem Video abends mit allen 3 Filmen am Stück. Ich glaube, da wird man nicht enttäuscht. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht die größten Ansprüche an cineastisches Futter legt, sondern einfach so mal ein bisschen auch ein No-Brainer und mal auch mal über verderbere Gags, die jetzt nicht gerade politisch unkorrekt sind, lachen kann. Vielleicht ein paar Bier dazu trinken. Ja, das hilft. Was anderes. Das hilft. Oder was anderes. Also, ich will jetzt gar nichts sagen. Nein. Bier ist genau. Okay. Bier ist legal. Na schön. Ja, dann hätten wir diese 3 Filme, Harold und Kumar, mal ordentlich besprochen. Was ich noch sagen möchte, ist, dass der Telestammtisch ja natürlich eigenfinanziert ist oder beziehungsweise fanfinanziert. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann klickt doch mal auf die gängigen Links. Da könnt ihr uns ein paar Cent und ein paar Euro zukommen lassen. Würde uns sehr freuen, denn das hält uns ja irgendwie am Leben. Und dann können wir das hier weitermachen. Sonst, sonst leben wir ja von der Hand in den Mund. Das wollt ihr nicht. Alles klar, Adrian. Hast du noch abschließend was zu sagen zu Harold und Kumar? Oder haben wir eigentlich alles jetzt gefeatured, was zu featuren ist? Ich glaube, wir haben alles gesagt, was gesagt werden kann und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder. Auf jeden Fall, würde mich freuen und ihr daheim dann viel Spaß mit dem Buddy-Movie Triple-Feature Harold und Kumar. Also, macht's gut. Bis dann, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.